Lesen macht sexy. Der Deutsche Lesepreis 2018 für Bülent Ceylan. Herzlich willkommen zu Betzold TV. Ja, Lesen ist so wichtig. Mehrere Millionen Kinder und Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen. Die Stiftung Lesen unterstützt Projekte, die sich aktiv für die Leseförderung einsetzen. Die besten Projekte wurden vergangene Woche beim Deutschen Lesepreis ausgezeichnet. Bülent Ceylan erhielt den Sonderpreis für prominentes Engagement. Ich hatte im Rahmen der Preisverleihung die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Hier ein kurzer Ausschnitt. Ich habe mal Philosophie studiert. Und dadurch gefallen mir natürlich so Bücher wie, man glaubt es nicht, aber Immanuel Kant und Aristoteles und so Sachen. Aber damit kann man, vielen kann man damit einfach nicht, wie man so schön sagt, im türkischen Akzent imprägnieren. nicht imponieren, aber wie gesagt, ich lese das auch gerne, aber ich mag auch so romantische Bücher. Das komplette Interview mit Bülent Ceylan findet ihr hier auf dem Kanal. Entweder ihr klickt hier oben in die Infobox oder schaut unten in die Videobeschreibung. Der Deutsche Lesepreis hat aber noch sehr viel mehr zu bieten. Meinen kompletten Bericht seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Im festlichen Ambiente haben die Stiftung Lesen und die Commerzbank Stiftung zum 6. Mal den Deutschen Lesepreis vergeben. Prämiert werden herausragende Projekte und Personen, die sich aktiv für die Leseförderung einsetzen. Seit 2013 haben wir damit angefangen und haben bewusst versucht, innovative Projekte in Deutschland zu identifizieren, die eben auch zum Nachahmen anregen. Und das haben wir, glaube ich, dieses Jahr wieder gezeigt, dass es in allen Teilen in Deutschland, von Flensburg bis Berchtesgaden, von Frankfurt oder bis Saarbrücken, tolle Projekte gibt, die in jeder anderen Region auch nachgeahmt werden können. Und damit wollen wir auch mit dem Deutschen Lesepreis auffordern und das anregen. In 5 Kategorien wurden jeweils die 3 besten Projekte ausgezeichnet. Die Grundschule St. Johannes Erpel gewann mit ihrem Projekt Unsere multimediale Lesenacht den 1. Preis in der Kategorie Herausragende Leseförderung mit digitalen Inhalten. Also das Prinzip ist praktisch, dass die Kinder, auch wenn es multimediale Lesenacht heißt, dass es eigentlich um das Buch geht. Die Kinder lesen das Buch, in dem Falle jetzt Sams Wahl. Bis zu der spannendsten Stelle, dann müssen sie praktisch sich überlegen, wie geht die Geschichte weiter. Und dafür müssen sie nicht nur das Buch gelesen haben bis zu der Stelle, sie müssen in Gruppenarbeit ein eigenes Ende sich überlegen, ein Drehbuch schreiben und dann wird praktisch nach Mitternacht, wenn die Ergebnisse gezeigt worden sind, das wirkliche Ende der Geschichte dann vorgelesen. Auch die Arnulf Betzold GmbH aus Ellwangen stiftete in diesem Jahr wieder den Preis für herausragende Leseförderung an Schulen. Spannend für mich sind einfach die Ideen. Ich freue mich über jeden Preis, der vergeben wird, denn jeder Preis ist eine Idee, die nachgeahmt werden sollte. Wir haben so viele tolle Inspirationen bekommen und jede einzelne, die sich wiederholt, indem jemand sagt, Mensch, das könnte ich auch, das ist eigentlich positives Kopieren im besten Sinne. Das begeistert mich an diesem Preis. Die Idee, die Inspiration, die Freude am Lesen. Den 1. Preis erhielt das Friedrich-Dessauer Gymnasium in Aschaffenburg. Ihr Projekt Mehr Lesen, Mehr Verstehen zur strategischen Leseförderung von Unterstufenschülern aus bildungsfernen Familien wurde sogar bereits vom Bayerischen Kultusministerium übernommen. Ich habe einen Vortrag gehalten und dann haben die das übernommen und das habe ich dann erst später erfahren. Aber das heißt, ich habe nachgehakt und sie haben es dann bestätigt, dass ich es von mir habe. Neu in diesem Jahr war der Sonderpreis der Commerzbank Stiftung für prominentes Engagement. Bülent Ceylan erhielt den Lesepreis für sein aktives Engagement in der Leseförderung. Trotz vieler Preise, die ihm schon verliehen wurden, ist dieser Lesepreis etwas ganz Besonderes. Der heutige Deutsche Lesepreis bedeutet mir sehr, sehr viel, weil es erstens noch keiner bekommen hat, also zumindest eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Und zweitens, weil es natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung hat, dieser Preis. Es geht ja auch nicht nur um Erwachsene, die lesen sollen, sondern auch Kinder, denen vorgelesen werden soll. Und dafür setze ich mich eben besonders ein und seit 5 Jahren. Und ja, und jetzt bekomme ich diesen Deutschen Lesepreis und ich muss sagen, das ehrt mich sehr. Also ehrt mich wirklich sehr. Hey. Musikalisch begleitet wurde die Preisverleihung von der noch jungen Sängerin Hanna Batka. Ihr hilft das Lesen beim Schreiben neuer Lieder. Meine Mutter hat mir früher schon sehr, sehr viel vorgelesen und ich glaube, dadurch bin ich einfach jetzt schlussfolgernd viel, viel kreativer geworden, habe eine bessere Vorstellungskraft und kann einfach auch besser Lieder schreiben und meine Gefühle ausdrücken in den Worten.
Bülent Ceylan und all die anderen Preisträger, Laudatoren und Gäste hatten im Anschluss noch Zeit, sich auszutauschen und den Abend ausklingen zu lassen. Es war eine tolle Veranstaltung. Alle Interviews könnt ihr euch in kompletter Länge hier auf dem Kanal anschauen. Nächste Woche geht es bei uns ebenfalls ums Thema Lesen, denn da habe ich einen Lesebotschafter der Stiftung Lesen zu Gast, und zwar Christian Bass. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, denn er spielt in der Band Heaven Shall Burn. Er wird uns noch mehr über die Stiftung Lesen erzählen und welche Aufgaben er als Lesebotschafter hat. Damit ihr das Video nicht verpasst, abonniert den Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr auch informiert, wenn es ein neues Video gibt. Das war's für diese Woche und tschüss!